Interview und Analyse zum vierten Rennen. Vierte Tagesprüfung, Startnummer gut, Distanz glaube ich gut, Gegner allerdings schon einige mit deutlich mehr Gewinnen. Try My Best Venus, so eine Platzkandidat mit so ein kleineres Geld. Das heißt, für Super 76 wahrscheinlich wäre es schon gewagt, sie mitzunehmen. Ja, das glaube ich, zu mitnehmen als Siegkandidat nicht. Wir werden einmal flott rausfahren, werden sie eine Lage suchen und werden schauen, dass wir dann ein Geld erreichen. 14 Rennen, auch hier wieder zwei Teilnehmer im Ablauf. Conny Bauer-Adam, zuletzt siegreich gewesen. War, glaube ich, ist das auch für dich so ein emotionaler Moment, wenn deine Tochter nach diesem schweren Unfall wieder einmal ein Rennen gewinnt? Natürlich habe ich mich sehr gefreut und man sieht, dass verschiedene Dinge trotz komplizierter Vorgeschichte auch wieder anfangen zu funktionieren und anfangen wieder Erfolg zu haben. Und das freut mich natürlich persönlich sehr und hat mich in dem Tag, wo sie gewonnen hat, natürlich unheimlich gefreut. Du hast dann, glaube ich, gesagt, ein Damenpferd, jetzt gewinnt er mit der Conny. Aber er hat mit dir auch schon sehr gute Leistungen gebracht. Also ich glaube, rein daran liegt es nicht, aber sie scheint sich gut mit ihm zurechtzufinden. Ja, und nach dem Motto Never Change a Winning Team, so kann man das natürlich in der Form auch fortsetzen. Und wir werden sehen, vielleicht funktioniert das noch einmal. Die 1600 Meter macht ihm nicht so viel, würde ich sagen. Ich würde ihn allerdings auf 2-1 lieber sehen, aber die 1600 hat auch schon gewonnen. Also können du da ohnehin was. Also deswegen glaube ich, wenn er glatt geht und wenn er seinen Einsatz, den er letzthin gezeigt hat und vorher nicht, wieder zeigt, dann wird er eine gute Rolle spielen. Gute Rolle spielen, das erhoffst du dir immer wieder bei der Latina Dubai. Du hast schon öfter angesprochen, da ist Potenzial da, sie hat es einfach bis jetzt nicht gebracht und wie man sieht, du gibst nicht auf. Ich gebe niemals auf, das solltest du eigentlich wissen. Und solange es in einer gewissen Relation zur Wirklichkeit steht, werden wir auch hier weitermachen. Stute ist unter dem Wert geschlagen, aber die Beste im Feld. Sie hat auch zuletzt bis zum, sagen wir mal, letzten Drittel des Rennens hat sie mir eigentlich gut gefallen und dann hat sie wieder auslassen. Ist das eine Kopfsache bei ihr oder gibt es dafür einfach keine Erklärung oder keine, auf die man jetzt von außen kommt? Ja, man glaube ich, würde ins Fantasieren kommen, wenn man hier eine Erklärung finden müsste, aber die Stute ist einfach an der Motivationsklappe vorbeigegangen. Sie hat einfach nicht das, was man von einem guten Rennpferd braucht, um Rennen zu gewinnen und erfolgreich zu sein. Motivation hat sie nicht mitbekommen. Das ist einfach so. Aber ich werde auch immer wieder nicht müde festzustellen, das kann sich von einer Minute auf die andere ändern. Be Happy Now, Stutenderby, zweite von 2022. Auch längere Zeit nicht gestartet. Nach Berlin, nehmen wir mal an, das Thema wollen wir jetzt nicht aufkochen, aber wird in diese Richtung gehen, auch eines der kranken Pferde gewesen. Absolut, und es ist einfach so, die Stute hat auch sehr gutes Blut und wie gesagt, hat ein bisschen vom Skelett her Nachteile, weil sie nicht so ganz gerade auf den Beinen steht, aber wir werden trotzdem dieses Jahr versuchen, mit ihr so viel wie möglich an positiven Ergebnissen herauszuholen. Und dieser Start heute wird wohl dafür da sein, um in zwei Wochen die Steffi im Handicap mit ihr loszuschicken. Einmal ein Hinweis dazu. Die Leistungen, den Schlittenrennen, ist immer schwierig, die zu vergleichen, weil auch die Gegner da, sage ich mal, bunt zusammengewürfelt sind und jetzt teilweise welche da weiter vorn dabei sind, die man normalerweise nicht so weiter vorn erwartet in normalen A- oder B-Bahnrennen.
Du hast aber Hidalgo Dream geschlagen, ein Pferd, von dem du immer wieder schwärmst. Das ist schon mal eine Ansage. Es ist so, und er hat richtig guten Endspurt gehabt, Hidalgo. Da hat sie aber dagegen gehalten und hat eigentlich einmal mehr oder zum ersten Mal vielleicht sogar Kampfgeist gezeigt, und das war sehr gut. Gröbming war nicht ihre Bahn, da hat eigentlich nur der die Führung gehabt hat, gewinnen können, weil es war ziemlich hart und eisig, und deswegen ist der dritte Platz auch in Ordnung, und was sie heute macht, werden wir sehen, und ja, so hoffen wir das Beste. Vierte Tagesprüfung mit Nummer 4 auf und davon, der auch zuletzt wieder mal kein Ringglück hatte, dann auch, dann wie er freigekommen ist, herangeschossen gekommen. Diesmal Startnummer 4, 1600, er fängt gut an, wird wahrscheinlich keine andere Devise geben, um mal versuchen, an die Führung zu kommen. Ja, ich glaube, wenn wir versuchen, auf 1600 Meter mal vorne mit dabei zu sein, ja, das Rennen ist doch um einiges schwerer als das letzte DGS. Und mit Linse Venus denke ich an ganz einen harten Gegner. Aber auch Bauer Adam, letztes Mal sehr stark gelaufen, wenn der das bestätigt, sicherlich auch ein Gegner? Natürlich, der ist letztes Mal auch wieder stärker gelaufen. Die Pferde haben letzte Saison nicht viel gewonnen, sonst hätten sie heute nicht starten dürfen da. Aber um ihr gewisses Können, und haben sie es wieder erfangen, und natürlich sind es auch gute Pferde und natürlich richtige Gegner. Den Optimismus, das du zuletzt hattest, den höre ich jetzt momentan gerade nicht raus, weil eigentlich hast du vom Auf und davon immer geschwärmt. Hätte man jetzt erwartet, ja, meine beste Siegchance oder eine sehr gute Siegchance, aber die hat er ja trotzdem, oder? Ja, die hat er trotzdem. Klar. Ich halte was von ihm, ich sage es jedes Mal beim Interview, der hat wirklich jetzt unglückliche Rennverläufe gehabt, und man sieht ja immer wieder, dass er was kann, und das wird er jetzt nicht verlernt haben.